Hi und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute dreht sich alles um ein etwas sentimentaleres Thema, als es sonst auf dem Channel üblich ist. Das Thema lautet nämlich, welche drei Lektionen habe ich erst durch Sportwetten über das Leben gelernt? An dieser Stelle würde ich gerne darauf hinweisen, dass man das natürlich nicht pauschalisieren kann. Denn es kommt immer noch darauf an, welche Erfahrungen man selbst gemacht hat und vor allem, welche Schlüsse man aus den gemachten Erfahrungen gezogen hat. Ich teile also nur meine gemachten Erfahrungen mit euch und die Schlüsse, die ich persönlich daraus gezogen habe. Die erste Erfahrung, die ich persönlich erst durch Sportwetten gemacht bzw. für mich persönlich herauskristallisiert habe, lautet: Die Einstellung ist Voraussetzung für den Erfolg. Ich hatte wirklich so oft schlechte Phasen, wo ich kurz davor war, aufzugeben. Ich sage das nicht wirklich so, ich meine das echt so. Es gab so oft Phasen, da dachte ich mir einfach, so kann es nicht weitergehen oder ich schmeiß bald hin. Also ich halte es einfach nicht aus. Ich habe wirklich Tag und Nacht analysiert, ich habe Livestreams geguckt, ich habe jeden Faktor mit einfließen lassen, ich habe alle offenen Fragezeichen, alle Risiken aus dem Weg geräumt, ich habe die Quoten verfolgt, ich habe den Markt verfolgt, ich habe alles gemacht, was man als Tippster macht, um ja, die Wahrscheinlichkeit des Tipps zu steigern. Dennoch hat es einfach nicht geklappt, es wollte nicht klappen und immer wieder hat mich die positive Einstellung wieder nach oben gepusht. Immer und immer wieder. Ich habe mich hingesetzt, ich dachte mir, komm, es läuft nicht, die Varianz wird zuschlagen, glaub weiter dran, halt an deinem Ziel fest, mach das, was du gemacht hast, du hast dir nichts vorzuwerfen. Und diese positive Einstellung hat quasi dafür gesorgt, dass ich auch nach diesen schlechten Phasen bzw. nach diesen enormen Druckphasen immer wieder zurück auf die Bahn gekommen bin und quasi meinem Ziel von Tag zu Tag immer näher gekommen bin. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, diese positive Einstellung beizubehalten und sich nicht von den ganzen negativen Gedanken leiten zu lassen. Denn sonst, ja, kommt man einfach auf die falsche Bahn und sorgt dafür, dass man seinem Ziel einfach nicht näher kommt und das Ganze quasi kontraproduktiv wird. Also auf jeden Fall eine positive Einstellung beibehalten und dann wirst du alles erreichen, was du dir vorgenommen hast. Die zweite Erfahrung bzw. Lektion, die ich erst durch Sportwetten verstanden habe: Negative Phasen gehören dazu. Akzeptiere einfach, dass nicht alles perfekt laufen kann. Du kannst noch so viel Zeit und Arbeit reinstecken. Du kannst noch so ein Perfektionist sein. Du kannst auf noch so viele Kleinigkeiten achten. Es kann einfach nicht perfekt laufen, denn das macht das Leben aus. Das macht das Leben aus. Die Kunst ist es, diese schlechten Phasen zu überstehen. Die Kunst ist es, sich immer wieder aufzurappeln. Die Kunst ist es, immer wieder weiterzumachen, an seinem Ziel festzuhalten und sich nicht von diesen schlechten Phasen runterkriegen zu lassen. Immer weitermachen und einfach akzeptieren, dass das Leben nicht perfekt ist. Der dritte und gleichzeitig der letzte Punkt bzw. die letzte Lektion, die ich erst durch Sportwetten verstanden habe: Schwimme gegen den Strom. Bedeutet, höre nicht auf andere und zieh dein eigenes Ding durch. Mir wurde so oft gesagt, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, das sollst du nicht machen, wofür Bet for You gründen, das klappt doch niemals. Warum spielst du den Tipp an? Die ganze Masse geht doch auf den Gegner. Scheiß drauf, hör nicht auf andere. Verlass dich auf dich selbst, verlass dich auf deine Intuition. Vertraue dir selbst mehr, glaub mehr an dich und tu das, was du persönlich für richtig hältst. Nicht, was Person X oder Y für richtig hält, sondern das, was du für richtig hältst. So oft wurde mir gesagt, spiel das und das nicht an, das wird niemals durchgehen, weil jeder andere auf den und den wettet. Einfach drauf scheißen und ja, seine eigene Meinung auf die Goldwaage legen. Nicht die Meinung der Fremden, sich nicht von den anderen abhängig machen, sondern einzig allein auf sich selbst hören und ja, an seinem Fokus, an seinem Ziel festhalten, um nochmal auf das Thema zurückzukehren. Glaub an dich selbst und dann wirst du auf jeden Fall alles erreichen, was du dir als Ziel gesetzt hast. Das waren die drei Lektionen, die ich persönlich aus meiner Sportwettenkarriere ja, gelernt habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch eure Erfahrungen in die Kommentare kommentieren würdet und eventuell auch was zu meinen bisher gemachten Erfahrungen schreiben würdet. Ob ihr das vielleicht anders seht, ob ihr das genauso seht. Und sonst würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wünsche euch bis dahin alles Gute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.